Ersten Chroniker. Kapitel 1. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah, Sem, Ham, Japhet. Die Kinder Japhets sind diese: Gomer, Magog, Madai, Japhan, Tubal, Mesech, Tiras. Die Kinder aber Gomers sind Askenas, Rifat, Togarma. Die Kinder Japhans sind Elisa, Tarsisa, Kittim, Dodanim. Die Kinder Rams sind Kus, Mitzrayim, Put, Kanan. Die Kinder aber Kus sind Seba, Hefila, Satkra, Ragema, Satkecha. Die Kinder aber Ragemas sind Sheba und Dedan. Kus aber zeugete Nimrod. Der fing an gewaltig zu sein auf Erden. Mitzrayim zeugete Ludim, Anamim, Leyabim, Naphtuim, Patrusim, Kasluim, von welchen sind auskommen die Philistim und Kaftorim. Kanan aber zeugete Zidon, seinen ersten Sohn, und Het, Jebusi, Amori, Gergosi, Hefi, Arki, Sinni, Avadi, Zemari und Jemati. Die Kinder Sems sind diese: Elam, Assur, Arphaxad, Lut, Aram, Uz, Hul, Gitir und Masech. Arphaxad aber zeugete Sala. Sala zeugete Eber. Eber aber wurden 2 Söhne geboren, der eine hieß Pelek, darum dass zu seiner Zeit das Land zerteilt ward, und sein Bruder hieß Jektan. Jektan aber zeugete Almodad, Salef, Hazarmaphet, Jara, Hadoram, Usal, Dikla, Ebal, Abimel, Sheba, Ophir, Hefila und Jobab. Das sind alle Kinder Jektans. Sem, Arphaxad, Sala, Eber, Pelek, Regu, Seruk, Nahor, Tara, Abram, das ist Abraham. Die Kinder aber Abrahams sind Isaac und Ismael. Dies ist ihr Geschlecht: der erste Sohn Ismaels Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis, Ketma. Das sind die Kinder Ismaels. Die Kinder aber Keturas, des Kebsweibes Abrahams, die gebar Simran, Jaksan, Medan, Midian, Jesbak, Suwa. Aber die Kinder Jaksans sind Sheba und Dedan. Und die Kinder Midians sind Epha, Ephir, Henoch, Abida, Elda. Dies sind alle Kinder der Ketura. Abraham zeugete Isaac. Die Kinder aber Isaacs sind Esau und Israel. Die Kinder Esaus sind Eliphas, Regül, Jeus, Jelam, Korah. Die Kinder Eliphas sind Teman, Omar, Zephi, Getam, Kenas, Timna, Amalek. Die Kinder Regüls sind Nahat, Sera, Sama und Misa. Die Kinder Seirs sind Lotan, Sobal, Zibion, Anna, Eson, Ezer, Esan. Die Kinder Lotans sind Hori, Homam, und Timna war eine Schwester Lotans. Die Kinder Sobals sind Aljan, Manahat, Ebal, Sefi, Onan. Die Kinder Zibions sind Aya und Anna. Die Kinder Annas Deson. Die Kinder Desons sind Hamran, Esban, Jedran, Cheran. Die Kinder Ezos sind Bilhan, Sevan, Jekan. Die Kinder Desans sind Uz und Aran. Dies sind die Könige, die regiert haben im Lande Edom, ehe denn ein König regierte unter den Kindern Israel: Bela, der Sohn Beors, und seine Stadt hieß Dinhaba. Und da Bela starb, ward König an seiner Stadt Jobab, der Sohn Seras, von Bazra. Und da Jobab starb, ward König an seiner Stadt Husam aus der Temaniter Lande. Da Husam starb, ward König an seiner Stadt Hadad, der Sohn Bedats, der die Midianiter schlug in der Moabiter Felde. Und seine Stadt hieß Avit. Da Hadad starb, ward König an seiner Stadt Samla von Masrek. Da Samla starb, ward König an seiner Stadt Saul von Rehoboth am Wasser. Da Saul starb, ward König an seiner Stadt Baal-Hanan, der Sohn Achbors. Da Baal-Hanan starb, ward König an seiner Stadt Hadad, und seine Stadt hieß Pagi, und sein Weib hieß Meletabil, eine Tochter Matruts, die Mesahabs Tochter war.
Da aber Hadad starb, wurden Fürsten zu Edom Fürst Timna, Fürst Alva, Fürst Jedet, Fürst Ayalibama, Fürst Ela, Fürst Pinon, Fürst Kinas, Fürst Teman, Fürst Mitzar, Fürst Magdil, Fürst Iran. Das sind die Fürsten zu Edom.